Grüß dich. Ja, heute geht es um das Thema Schmerzen. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Knieschmerzen, allgemein Schmerzen. Und wie du sie wegbekommst und dass Krafttraining keine gute Idee ist, wenn du Schmerzen hast. Ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Ja, Schmerzen sind richtig, richtig blöd, vor allem Rückenschmerzen. Ja? Und was bekommen die meisten Menschen von ihren Ärzten oder Therapeuten gesagt, wenn sie Rückenschmerzen haben? Trainiere deine Muskeln. Also, deine Muskeln sind zu schwach, trainiere deine Muskeln. Ich sage dazu, bitte, bitte nicht. Bitte teilt dieses Video, weil es wird vielen Menschen helfen, sich vor Schmerzen zu bewahren, vor allem noch mehr Schmerzen zu bekommen. Und das möchte ich dir mal kurz erklären, warum du mehr Schmerzen bekommst, wenn du Rückenschmerzen hast und Krafttraining machst. Ja? Weil das ist nie, nie gut. Du musst im ersten Step was anderes machen. Und das möchte ich dir mal kurz anhand meiner Pyramide erklären, anhand meiner Schmerzfrei-Pyramide oder auch Gesundheitspyramide. Ja. Und dementsprechend wirst du dann schon verstehen, warum Krafttraining keine gute Idee ist, wenn du Schmerzen hast. Und zwar ist folgendermaßen, muss ich das so vorstellen, ganz oben ist quasi im Dach, das ist quasi, das Dach soll super schön sein, das soll auch stabil sein, das Dach. So, und wenn das Dach stabil ist und das in deinem Körper uns jetzt vorstellen, dann bist du schmerzfrei und hast einen Wohlfühlkörper. Ja, das will, glaube ich, jeder Mensch erreichen. Oder stehst du auf Schmerzen? Also ich persönlich stehe nicht so auf Schmerzen, deswegen ja, mache ich dann dementsprechend auch was. Und viele Kunden von mir stehen auch nicht so auf Schmerzen und deswegen helfe ich ihnen, schmerzfrei zu werden. Ja, und nach folgender Methode gehe ich da immer vor. Folgendermaßen, wenn du schmerzfrei sein möchtest, also aktuell Schmerzen hast, musst du dir erstmal die Frage stellen, warum hast du Schmerzen? Ja, so, und wenn du jetzt in einem Bereich Schmerzen hast, das ist egal, wo du Schmerzen hast. Es ist immer Folgendes, was dann ist. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, ist die Funktion nicht mehr 100% gegeben. Also die Funktion von einem Gelenk oder die Funktion zum Beispiel von deinem Rücken. Wenn du Rückenschmerzen hast, kannst du irgendwas mit deinem Rücken nicht richtig mehr machen. Sonst hast du nämlich sofort einen Schmerz. Das heißt, die Funktion ist das Wichtigste. Da baut alles drauf auf. Ja? Wenn unser Körper nicht funktioniert, gibt das immer Probleme. Deswegen steht das hier in meiner Pyramide auch ganz unten. Nach der Funktion kommt die Beweglichkeit. Und beides beeinflusst sich auch. Also wenn die Funktion nicht gegeben ist, mal angenommen, du hast Schmerzen in deiner Schulter. Ja? So, wenn du Schmerzen in der Schulter hast, ist es zum Beispiel so, wenn du den Arm nicht mehr richtig hochheben kannst. Das heißt, du kriegst den Arm nur noch bis hierhin. Also ist die Funktion deiner Schulter nicht mehr gegeben, weil deine Schulter hat eigentlich so alles, alle Freiheitsgrade, die man so haben kann. Ja? Das heißt, wenn du den Arm nicht mehr hochbewegen kannst, ist die Funktion in deiner Schulter gestört und dementsprechend auch deine Beweglichkeit. Wenn die Beweglichkeit nicht optimal ist, ist automatisch auch deine Stabilität schlechter. Warum? Weil wir wenn du zum Beispiel, ja, wenn wir wieder dieses Schulterproblem nehmen und du kriegst den Arm hier nicht hoch, dann trag mal eine Einkaufstasche. Ja, versuch die mal so stabil zu halten. Wird nicht funktionieren. Du hast wieder einen Schmerz. Ja, und dann kommt auch schon, wenn die Stabilität schlechter ist, aufgrund der schlechteren Beweglichkeit, ist automatisch auch die Kraft nicht so da. Ja, so, und alles zusammen entsteht quasi Schmerz im Körper, wenn das nicht da ist. So, und jetzt ist es wichtig zu verstehen, wenn du Schmerzen hast, wo du ansetzen musst. Der einzige wahre Weg und richtige Weg, wenn du Schmerzen hast, ist hier anzusetzen oder auch hier anzusetzen. Aber eins von den Beinen, da muss man ansetzen. Also an der Funktion oder an der Beweglichkeit. Das ist der erste Schritt, wenn du Schmerzen hast. Da musst du dich drum kümmern. Ja? Und wenn du nicht weißt, wie du dich drum kümmern sollst, schreib mir einfach hier, schreib mir einen Kommentar, kontaktiere mich per E-Mail, ich helfe dir gerne weiter. Weil das, da bin ich Profi drin, da habe ich richtig Ahnung von. Okay, also hier ist wichtig, da muss man ran ansetzen. So, jetzt mal zurückzukommen, was ich am Anfang erzählt habe. Ich habe ja gesagt,
Die meisten Menschen, die Schmerzen haben, kriegen dann von ihren Ärzten gesagt, also wenn wir jetzt mal auf Rückenschmerzen gehen, mach Krafttraining, deine Muskeln sind zu schwach. Und da sage ich, woher will der Arzt denn wissen, dass deine Muskeln zu schwach sind? Hat er einen Röntgenblick, dass er sieht, okay, die Muskeln sind zu schwach? Und selbst wenn er einen Röntgenblick hat, kann der anhand der Form des Muskels sehen, dass der Muskel zu schwach ist? Wohl kaum. Also, die Frage, oder nicht die Frage, die Sache ist die, schau mal in meiner Pyramide, wo hier Kraft steht. Und Kraft ist gleichzusetzen mit Krafttraining. Das heißt, das ist der letzte Step, bevor es zum schmerzfreien Körper geht. So, und jetzt frage ich dich, ist es effektiv, wenn man hier oben ansetzt und das alles unberücksichtigt lässt? Weil, wenn du Krafttraining machst, mit Krafttraining kannst du nicht die Funktion von deinem Gelenk wiederherstellen, die Beweglichkeit von deinem Gelenk wiederherstellen. Im Gegenteil, wenn du Krafttraining machst, zieht der Muskel sich zusammen, er wird gekräftigt. Das heißt, der Tonus im Muskel, also die Spannung, wird wieder höher. Ja? Und das kann dazu sogar führen, dass deine Beweglichkeit sogar wieder schlechter wird. Ja? Aber die müssen wir verbessern, weil wenn du Schmerzen hast, deine Funktion nicht gegeben ist. Also ist hier anzusetzen, du kannst es gerne machen, wenn du mir nicht glaubst, aber dann wirst du deine Schmerzen nicht nachhaltig wegbekommen. Deine Schmerzen wirst du nachhaltig wegbekommen, wenn du an der Funktion ansetzt und an der Beweglichkeit ansetzt. Und das Phänomenale ist, wenn du hier ansetzt, du merkst sofort, dass du eine bessere Stabilität hast und du merkst sofort, dass du mehr Kraft hast. Ja? Ich mache mit meinen Kunden die letzten 4 Jahre nur noch Faszientraining, weil, habe ich am Ende auch erzählt, da habe ich mich darauf spezialisiert, ich möchte den Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen. Und das habe ich auch schon bei vielen, vielen Menschen geschafft, die zu mir gekommen sind. So, und was habe ich immer festgestellt, und das sagen mir auch die Leute, dass sie auf einmal mehr Kraft haben, obwohl sie kein Krafttraining machen. Ja? Wenn ich denen dann mal irgendwie eine andere Übung zwischendurch mal mache, ja, dann können die meistens sogar mehr Gewicht nehmen als vorher. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich immer bekomme. Ich meine, ey Tobias, das ist mit mir auf einmal passiert. Ich habe auf einmal, kann ich bei meinem Training mehr Gewicht nehmen und ich habe ja jetzt auf dich gehört und habe erstmal kein Krafttraining gemacht und dann war ich schmerzfrei und habe mit Krafttraining weitergemacht und auf einmal kann ich mehr Gewicht nehmen. Wieso das denn? Ja, und das hängt mit deinem Fastensystem zusammen. Wenn du an der Beweglichkeit und an Funktion ansetzt, das beweglicher gemacht hast, lösen sich die Blockaden im Fasziengewebe. Deine Faszie kann besser die Kräfte verteilen im Körper und kann somit auch die Kraft besser auf deine Muskeln übertragen. Und das hat zur Folge, dass du kräftiger wirst. Ja? Und ja, das ist der Punkt. Ich blende jetzt auch nochmal die Pyramide ein, weil meine Schrift ist jetzt nicht so die beste. Ich habe mir zwar aus Mühe gegeben, aber dann kannst du es nochmal besser nachverfolgen. Und am Ende, wenn das Video vorbei ist, werde ich die Pyramide auch nochmal stehen lassen, sodass du das Ganze in Ruhe anschauen kannst. Ja? Also, Krafttraining auf keinen Fall, wenn du Schmerzen hast. Also nicht im ersten Step. Also ich würde folgendermaßen vorgehen. Und so gehe ich auch immer mit meinen Kunden vor. Im ersten Schritt Funktion und Beweglichkeit wiederherstellen. Da eignet sich mein Faszienkonzept sehr, sehr gut für. Ja? Weil es an der Ursache deiner Probleme ansetzt, weil da, wo du den Schmerz hast, ist meistens nie die Ursache. Das ist der eine Punkt. So, und es verbessert sich dann automatisch auch die Beweglichkeit mit diesem Faszientraining. So, und wenn du das hinbekommen hast und die Beweglichkeit wiederhergestellt hast, Funktion wiederhergestellt hast, wirst du in der Regel auch schon weniger Schmerzen haben. Und dann kannst du hergehen und mit Krafttraining weitermachen. Ja? Aber erst dann, wenn du hier den ersten und zweiten Schritt gegangen bist und nicht im ersten Schritt das Krafttraining. Das ist super, super wichtig. Okay, das ist so meine Sicht der Dinge und nicht nur meine Sicht der Dinge, sondern meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja? Wenn Kunden immer Krafttraining machen, die Rückenschmerzen haben, führt das auf Dauer nie zur Schmerzfreiheit. Ja? Und ich werde jeden Tag darin bestätigt. Im Fitnessstudio trainieren super viele Menschen, die Rückenschmerzen haben. Und dann fragst du dich doch, warum haben die Rückenschmerzen, wenn die doch im Fitnessstudio trainieren? Ja? Und das ist der Grund, weil die
immer hier oben ansetzen. Jeder, der ins Fitnessstudio kommt und Rückenschmerzen hat, kommt zu uns und sagt, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll meinen Rücken stärken, weil ich habe Rückenschmerzen. Ja, und da wird nie geschaut, Beweglichkeit oder Funktion. Gut, das war es auch schon. Heute mal keine Übung, aber um das Thema Übung quasi zu vertiefen, jeden Freitag hier gibt es auf YouTube den Weekend Flow, wo ich jeden Freitag eine neue und tolle Übung präsentiere. Also da einfach auch mal reinschauen, lohnt sich. Ja, teile doch gerne dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten, damit sie einfach mal eine andere Sichtweise bekommen und vor allem auch mal eine andere Erklärung, wenn sie Schmerzen haben. Ja, und wie gesagt, wenn du Fragen hast, ich helfe dir gerne weiter, weil mein Ziel ist es, den Menschen ihre Lebensqualität zu verbessern. Ja, und ich weiß, dass ich das kann, weil ich es schon bei vielen Menschen erreicht habe. Okay, dann Daumen hoch machen, gefällt mir, gerne dieses Video teilen. Bis im nächsten Video, dein Tobias.